Welcome Heroes, wir sind heute hier in Haltern auf einem markenoffenen Sportwagen-Treffen. Das war eine spontane Aktion, heute hier vorbeizufahren. Man sieht hier schon eine ganze Reihe von Mazdas. Bin heute mit dem RX-8 hier. Eine ganze Reihe von MX-5 ND. Ich führe euch hier einmal rum. Soweit ich gehört habe, ist heute sogar der Driftkreisel offen. Aber ich denke, ich werde mich heute hier nicht beim Driften beteiligen. Das ist auch das gleiche Gelände, auf dem ansonsten Drift-Trainings stattfinden. Ich war hier auch schon zweimal, das ist recht lohnenswert und reifenschonend auf feuchter Strecke hier, um wirklich das Driften mal auch als Anfänger zu lernen. Hier kann man ganz schön vergleichen, wie der RF hier aussieht im Vergleich zu dem normalen Roadster. Hier haben wir den Roadster und hier zweimal RF. Diese perlmutt-weiße Lackierung hier ist echt cool. Ja, das ist im Moment, würde ich sagen, so ungefähr das Äquivalent zum RX-8 im Mazda-Angebot. Hier ein Renault Megane RS, BMW E46, erster Audi TT. Diese Felgen mit dem goldenen Streifen da unten, das sieht echt ganz gut aus. Golf GTI, daneben ein Lexus RC F. Einige Klassiker sind hier auch vertreten. Wir haben einen Golf 1 GTI, daneben alten Audi 80. Die Buggy-Freunde hier sieht man auch auf mehreren Treffen in der Region. Ich habe sie auch schon in Dortmund häufiger auf Autotreffen gesehen. Seltene Sichtung, Chrysler Crossfire neben seinem Plattformbruder, dem Mercedes SLK. Hier der V6 Motor mit AMG-Aufkleber, warum auch immer. Vielleicht wurde hier von AMG nachgeschärft. Golf GTI. Toyota GR86. Habe ich live auch noch nicht so oft gesehen. Gefällt mir optisch tatsächlich noch besser als der GT86. Und der Motor wurde natürlich hier deutlich verbessert mit viel mehr Drehmoment und auch mehr Leistung, 240 PS. Das war so ein bisschen der Kritikpunkt an dem Vorgängermodell, wobei die 200 PS mir eigentlich auch reichen würden. Der Mitsubishi Lancer Evo hier, sieht auch nicht schlecht aus, wenn man sich da die Laderohrverlegung ansieht, gehe ich davon aus, dass er auch nicht mehr Serie ist unter der Haube. Daneben Lamborghini Hurricane. Und 7 GT3 Cayman. Das ist hier die Amerikanerabteilung. Eine ganze Reihe von Mustangs und da hinten noch Corvette C6. Nissan GT-R R34,
Der MX-5 NA hier hat einen sehr außergewöhnlichen Lack. Schöne BBS-Felgen, ziemlich tiefen Bett. Und Vollleder. Bis hin zum Armaturenbrett. Hier wird auch dem Nachwuchs etwas geboten. Hier noch einmal der Nissan R34. Sieht nach Originalfelgen aus. Die Felgen finde ich eigentlich im Original sehr schön. Da braucht es keine Veränderung, kein Tuning. Natürlich hier mit dem Heckwischer, was bei Stufenheckautos sehr selten ist, aber in Japan durchaus gängig. Auspuff ist natürlich nicht original. Daneben haben wir einen Ferrari 458, dem schönen V8 Sauger. Leichtbau in Perfektion, hier bei Lotus mit dem Typ Elan. Das Auto ist natürlich auch einfach ziemlich klein, was dem Gewicht auch zugute kommt. Ja, und das ist praktisch hier das Vorbild für die MX-5-Generation, insbesondere den NA. Auch etwas Seltenes, McLaren. 65 LT Spider. Mazda RX-7 FD mit Bodykit. Ja, Lackierung in Midnight Purple. Hier ein ziemlicher Haycatcher. Interessant auch hier Carbon-Motorhaube. Das ist gar nicht so einfach von der Eintragung. Noch eine Corvette C6. Chevy Impala. SS. Böse, ne? Sehr schöner Alpha. GTV. Ja, sogar als V6. Jetzt macht auch hier die Driftstrecke auf. Das schauen wir uns auch noch mal kurz an. Das Weiß ist glatt wie Eis.